Hallo zusammen. Ausnahmsweise seht ihr mich mal ohne Pferd vor der Kamera. Aus gegebenem Anlass. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich mich zu diesem Thema äußere. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, es zu tun. Und zwar geht es um die neuen Pferdeprofi-Folgen, von denen jetzt die erste im Fernsehen lief. Ich habe die Pferdeprofis 6 Jahre lang aktiv mitgemacht mit Bernd Hackl, habe jetzt seit 5 Jahren Pause. Katja Schnabel hat meinen Part übernommen. Jetzt ist auch Bernd ausgestiegen und es gibt 3 neue Pferdeprofis, von denen wir bisher 2 gesehen haben: Kenzie Disley und Uwe Weinziel. Und am letzten Samstag war, wie gesagt, die erste Folge mit den beiden zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich schon sehr erstaunt hat, was für ein Aufschrei durch die Pferdewelt ging. Und dass auch unfassbar viele sehr, sehr negative Kommentare in den sozialen Medien herumgeistern. Und ich weiß ja noch, wie das ist. Ich habe die ersten 6 Jahre lang mit dem Bernd Hackl zusammen diese Sendung bestritten und ich weiß, wie oft wir absolut beschimpft wurden von wildfremden Leuten, die uns natürlich nicht persönlich angesprochen haben, sondern das schön über die sozialen Netzwerke in den Kommentaren gemacht haben, uns absolut fertig gemacht haben, voll unter der Gürtellinie persönlich angegriffen, aufgrund von 20 Minuten TV-Format, wo zusammengeschnittene Szenen eines monatelangen Pferdetrainings gezeigt werden. Das ist natürlich absolut unfair. Genau das passiert jetzt wieder und zwar in einem krassen Ausmaß. Allerdings muss ich sagen, dass ich nach dem Anschauen der Sendung sehr, sehr traurig war, weil ich das Gefühl habe, dass die 6 Jahre, die ich wirklich mich habe beschimpfen lassen, im Namen der Pferde dazu genutzt habe, ein sanftes Pferdetraining mit Liebe und Vernunft zu vermitteln, was jetzt teilweise ganz anders gezeigt wird. Und das macht mich wirklich sehr traurig und betroffen, zumal ich weiß, dass es der Leitung der TV-Produktionsfirma, die die Pferdeprofis herstellt, sehr, sehr wichtig ist, dass es den Tieren gut geht und dass keine tierschutzrelevanten Szenen irgendwie in diesem Format auftauchen. Meiner Meinung nach gab es absolut tierschutzrelevante Szenen bei dieser Sendung. Aber lass uns bitte von vorne anfangen. Also es gibt ja eine neue weibliche Hauptdarstellerin, die Kenzie Disley, die natürlich sehr bekannt ist in der Pferdewelt, sehr beliebt ist. Und was soll ich sagen? Sie ist einfach, hat eine sehr charismatische Ausstrahlung und kommt einfach sehr, sehr gut rüber. Und sitzt 1A auf dem Pferd. Also da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten. Ich fand das total schön, dass sie bei dem Geländeproblem, was die Besitzerin mit ihrer Stute hatte, sofort gesagt hat, darf ich mich mal da reinfühlen, darf ich auch mal aufs Pferd und schauen, wie sich das anfühlt. Das ist etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mache, einfach um zu schauen, wie fühlt sich das Pferd unter mir an oder in meiner Hand, wenn ich es am Boden mache? Und wie reagiert das Pferd darauf, wenn ich es anders mache? Das fand ich top, dass sie sofort gesagt hat, ich setze mich selbst drauf. Und ansonsten hat man ja nicht viel gesehen von ihrer Arbeit. Also wie sie jetzt letztendlich zu dem Ziel gekommen ist, dass die Besitzerin wieder ausreiten konnte, war mir nicht so ganz klar. Da kann Kenzie aber überhaupt nichts für, weil es natürlich so ist, dass die Sendung gefilmt und geschnitten wird von Menschen, die keine Pferdefachleute sind. Das heißt, sie ist ja auch zu dem Mädchen hingefahren, genauso wie ich das in den ersten Jahren gemacht hatte, bevor ich am Rosenhof war und die Pferde dort dann Monate bei mir verbringen konnten.
Das heißt, man macht vielleicht auch nur 3 oder 4 Trainings zusammen und das wird dann zusammengeschnitten. Und das, was jetzt für den Zuschauer vielleicht nicht so interessant ist oder was die Fernsehmenschen denken, was für den Zuschauer nicht so interessant ist, das fällt halt raus, das wird gar nicht gezeigt. Und das ist manchmal schade, aber das ist halt, das ist einfach so. Also auch wenn die Pferde bei mir waren, die waren ja teilweise 3 oder 4 oder auch 6 Monate bei mir. Es wird immer generell ganz grob zwischen März und Dezember gedreht, dann werden die Sendungen geschnitten und aufbereitet und dann laufen die halt Anfang des Jahres. Meistens 6 oder 8 Folgen. Und dieses monatelange Training wird ja runtergebrochen auf ungefähr 20 Fernsehminuten, was natürlich wahnsinnig schwer ist. Aber da können wir Trainer überhaupt nichts dafür. Das ist einfach diese Machart und das hat sich ja auch bewährt und etabliert und ist halt so. Ja, also wie gesagt, Kenzie hat eine super schöne, ruhige Art. Ich mag sie sehr gerne, ich sehe sie auch sehr gerne. Und ja, ob sie qualifiziert ist, auch mit schwierigen Problempferden zu arbeiten, wird sich noch zeigen. Das konnte man jetzt halt nicht so richtig sehen. Wie gesagt, ich fand es super, dass sie selbst in den Sattel gestiegen ist und der Besitzerin so wirklich geholfen hat und die Besitzerin auch sehen konnte, okay, das ist jetzt nicht mal eben erledigt, sondern da dauert es einfach ein bisschen länger und da muss man etwas Geduld und Mühe investieren. Der neue männliche Hauptdarsteller, der Bernd Hackl ablöst, ist Uwe Weinzierl. Ich kenne Herrn Weinzierl nicht persönlich. Es kann ja sein, dass er ein sehr, sehr freundlicher, netter Mensch ist. Das, was ich von ihm im Fernsehen gesehen habe, fand ich genauso wie damals schon in der NDR-Doku, ist überhaupt nicht mein Fall, weil er einfach mit sehr viel Kraft sofort an dem Pferd herumruckt. Mit dem Knotenhalfter, was halt auch sehr scharf wirkt. Und ich finde auch einfach, das Pferd muss nicht nach 2 Tagen schon vorwärts, rückwärts, seitwärts in den Hänger einsteigen, wenn es vorher gar nicht rein wollte. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich gehe das ein bisschen anders an. Ich gebe den Pferden mehr Zeit und ich versuche mit weniger Druck zu arbeiten, weil wenn ich das Pferd so stresse, auch wenn ich das Pferd vor dem Hänger stresse und sage, im Hänger hast du Ruhe, aber vor dem Hänger mache ich richtig Stress, verbindet das Pferd den Hänger natürlich trotzdem mit Stress und Druck und das möchte ich eigentlich vermeiden. Natürlich ist es so, wenn das Pferd jetzt unbedingt einsteigen muss, weil wir wollen umziehen oder wir wollen in die Klinik oder wir wollen irgendwo hin, das Pferd muss rein, muss man natürlich Druck machen. Das ist einfach so. Also ich hatte gestern einen Geländekurs, wo ein kleiner Araber war, der nach dem Kurs auch nicht in den Hänger steigen wollte. Und natürlich lasse ich die Leute dann nicht stehen und sage, ja, werde glücklich mit dem Pferd, sieh zu, wie du nach Hause kommst. Und wir haben 1,5 Stunden verladen, aber einfach aus dem Grund, weil es mir wichtig ist, nett zu bleiben, nicht von Anfang an zu viel Druck zu machen, damit das Verladen auch nachhaltig ist, damit er nicht beim nächsten Mal verladen denkt, oh mein Gott, wie stressig war das bitte das letzte Mal, sondern damit er generell den Hänger mit was Positivem und Entspannendem verbindet. Aber wie gesagt, das ist halt meine Art. Was absolut gefährlich ist, ist, sich den Strick um die Hand zu wickeln. Ich habe tatsächlich einen Kunden, der dabei einen Daumen verloren hat. Der Daumen wurde abgerissen, weil die Longe sich darum gewickelt hat und der Daumen konnte auch nicht mehr angenäht werden. Also ich war nicht dabei, die haben mich erst danach angerufen und gefragt, ob ich ihnen beim Verladen helfen kann, weil dieses Vollblutpferd dem Besitzer den Daumen abgerissen hat. Ich sage das wirklich bei meinen Kursen direkt den Anfängern als allererstes, bitte niemals den Strick um die Hand wickeln. Also das finde ich sehr, sehr gefährlich. Der Uwe Weinzierl ist natürlich ein sehr großer, starker Mann und hat da ein kleines Pony und kann das Pony vielleicht so gut halten. Wenn die Besitzerin das gemacht hätte, wäre die hinterhergeschleift worden und das wäre sehr unschön und auch wirklich gefährlich gewesen. Deshalb fand ich das wirklich bedenklich, sowas zu zeigen. Das, was der Uwe Weinzierl erzählt hat, mit Respekt und Vertrauen und dass wir möchten, dass das Pferd uns gerne folgt und dass wir dass wir ja mit Respekt und Vertrauen arbeiten möchten. Das fand ich auch alles super, wirklich toll. Leider hat er es nur überhaupt nicht gezeigt. Also das, was er gezeigt hat, war
ganz anders als das, was er gesagt hat. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst in meinen Augen. Und das fand ich sehr schade. Und ich hoffe einfach, dass bei den nächsten Folgen so ein bisschen mehr Achtsamkeit und Sorgfalt und Liebe zum Pferd auch dabei ist. Denn mir kam es jetzt so ein bisschen so vor, ja, als würde da jemandem eine Bühne gegeben, zu zeigen, wie toll er ist und wie er es schafft, dass das Pferd innerhalb von 2 Tagen vorwärts, rückwärts, seitwärts auf den Hänger und dann auch noch in den Fahrenden und dann auch noch geritten und reingeht. Was aber in der Praxis jetzt auch nicht so wirklich viel bringt. Es ist eine tolle Leistung, das zu machen, klar. Aber warum? Also das hat sich mir nicht so richtig dargestellt. Und deshalb hoffe ich einfach, dass die nächsten Folgen wieder so ein bisschen mehr im Sinne des Pferdes sind, weil ich es, wie gesagt, sehr, sehr traurig finde, dass das, was Bernd, Katja und ich in den 10 Jahren, wo die Pferdeprofis ja bereits laufen, aufgebaut haben, von wegen erstmal sanft sein, erstmal überlegen, erstmal nachdenken und nicht sofort mit ganz viel Druck und Kraft am Pferd herumrucken, dass das wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird. Das würde mir sehr stark am Herzen liegen, weil ich einfach dafür kämpfe und tagtäglich dafür arbeite, dass das Verständnis fürs Pferd geweckt wird und dass wir immer erstmal überlegen, wie geht es dem Pferd denn dabei? Und wenn ich mir überlege, wie ging es denn der kleinen Stute dabei? Und was hat sie denn ja nachhaltig gelernt, die kleine Sierra? Und war das jetzt wirklich so nachhaltig, dass die Besitzerin das auch zu Hause nachmachen kann? Weiß ich nicht, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, diese ganzen negativen Hasskommentare auf Social Media sind absolut unangebracht. Natürlich kann man sich fachlich dazu äußern. Und ja, ich finde auch, dass aus Tierschutzgründen solche Szenen absolut tabu sein sollten, zumal Vox ja auch zu der RTL-Mediengruppe gehört, bei der gerade 2 Dokumentationen laufen. RTL deckt auf. Das passiert in deutschen Reitställen, da werden Pferde ausgebunden und so weiter. Und dann kann man nicht gleichzeitig solche rüpelhaften Methoden zeigen, finde ich persönlich. Also wie gesagt, mir war das alles nicht pferdegerecht genug, was der Herr Weinziel gezeigt hat. Und darum hoffe ich, dass es im Laufe der Sendung noch anders wird und dass es einfach ein kleiner Ausrutscher war. Ja, ich bin wirklich froh, dass ich mir das nicht mehr antun muss, nach jeder Ausstrahlung der Pferdeprofi-Folge im Internet diese ganzen Kommentare zu lesen über meine Person, was ich jetzt richtig und was ich falsch gemacht habe. Man muss wirklich ein sehr, sehr dickes Fell haben und sehr, sehr überzeugt von sich und seiner Arbeit sein. Und bei mir ist es einfach so, ich weiß, dass ich das Richtige tue. Ich weiß, dass ich Pferden helfe. Ich bin seit annähernd 20 Jahren jetzt Pferdetrainerin und ich habe meinen Weg. Und mein Weg ist nicht der einzig richtige. Aber ich stehe meistens über dem, was geschrieben wird, weil es einfach von Menschen kommt, die mich und meine Art überhaupt nicht kennen, die ich im Leben noch nie gesehen habe. Und die mich, wie gesagt, beurteilen aufgrund einer 20-minütigen Fernsehdoku, was ja eigentlich total absurd ist. Und wie gesagt, bitte denkt dran, verurteilt diese neuen Pferdeprofis auch nicht gleich für ihre Arbeit. Aber ich, wie gesagt, ich kann mich jetzt leider nicht so diplomatisch äußern, das nicht zu verurteilen, weil ich finde, dass bestimmte Dinge einfach sehr, sehr unangebracht sind. Zum Beispiel sehr, sehr viel Druck von Anfang an anzuwenden, finde ich dem Pferd gegenüber unfair. So, meine Lieben, das war auch schon der Senf, den ich dazu abgeben wollte. Und ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass die nächsten Pferdeprofi-Folgen wieder mehr im Einklang mit dem Pferd sind, was den männlichen Hauptdarsteller betrifft.
Und ich wünsche euch einen schönen Tag und mich würde eure Meinung zu der Sendung interessieren. Aber bitte keine Hasskommentare. Davon haben wir im Netz genug und so ein bisschen mehr Fairness und Verständnis füreinander finde ich absolut angebracht. In diesem Sinne, alles Gute für euch.